Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an dem Bildschirm. Wunderschön, euch zu sehen. Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem unglaublichen Musikmagazin, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten und die geilsten Acts der Region zu euch über den Bildschirm nach Hause zu bringen. Wir gehen zurück zur 7. Newcomer TV-Nacht in die Portstraße Jugend und Kultur, die im November stattgefunden hat. Ein wunderschöner Herbsttag. Es war ein bisschen kalt, aber die Bands, die wir dort aufgezeichnet haben, die haben uns das Blut sozusagen quasi zum Kochen gebracht. Und ich möchte euch eine Band vorstellen, die dort gespielt hat, nämlich ein sogenannter inhomogener Haufen, so bezeichnen sie sich, und machen so eine Art Indie Progressive Sound, kommen aus Mainz und sind eigentlich schon fast zu introvertiert für diese Welt. Ich habe mit ihnen gesprochen, ihr werdet gleich einen Ausschnitt aus diesem Interview sehen, aber erstmal geht es um die Musik, deswegen ein Riesenapplaus von euch für Quid. Es war kein gutes Versteck. Vieles klar. Warum gehe ich dorthin zurück? Ganz entfernt von hier. Tot der Beat. Ein Schritt ist Beat. Ein Beat ist Fortschritt. Du gehst heute Nacht nicht heim. 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 Du gehst heute Nacht nicht Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen und an den Lautsprechern. Willkommen bei der 7. Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur. Es ist langsam dunkel geworden, ein wunderschöner Novemberabend. Ein bisschen melancholisch, aber hier an dem Fuße des Taunus ist es kuschelig und warm. Und wir haben natürlich für euch die besten und die geilsten Bands der Region eingeladen und eine möchte ich euch jetzt vorstellen, die heute Abend spielen wird. Das ist die Nummer, die Band Quid aus Mainz. Sie machen so eine Art Post-Rock, aber genaueres werden wir jetzt gleich erfahren. Ich fand nur einen Satz ganz geil. Klebrige Ohrwürmer bis zum Nachtisch, wenn alle lieb waren. Seid ihr irgendwie, geht ihr sozusagen eine Kuschelbeziehung ein mit eurem Publikum? Ich glaube, der Post oder der Satz soll wahrscheinlich leider so ein bisschen das Gegenteil sagen, dass wir auf Kuscheln verzichten wollen und dass wir immer, das merken wir auch bei unseren Songs, dass wir immer so ein bisschen Sachen vermeiden, die eingängig oder sehr schnell einfach und eingängig sind. Es wird halt schnell ein bisschen fusselig und kompliziert und ich glaube, diese klebrigen Ohrwürmer am Ende spielen wir dann immer, hauen wir nochmal einen raus, um dann nochmal so das Publikum auch ein bisschen zu versöhnen. We'll be right back.
zurück auf Kurs. Was auch passiert, halte Kurs. Zu zweit! Zu zweit ist man besser allein. Zu zweit ist man besser allein. Zu zweit ist man besser allein. Zu zweit kann man raten. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Das heißt, ihr seid auch jetzt nicht mit dem aktuellen Album oder sowas unterwegs. Ihr bringt, glaube ich, auf Soundcloud oder wo bringt ihr eure Sachen raus? Wir haben Bandcamp, ja. Bandcamp und dann haben wir noch auf Backstage Pro, Spotify sind wir aber auch drauf. Und wir haben 3 Videos auf YouTube drauf, aber von den Songs spielen wir heute leider keinen. Ja. Also die Sachen, die wir aufgenommen haben, die sind alle schon aus der Zeit noch, als wir zu viert waren. Also das heißt, wir müssen da nochmal ganz neu mit neuen Songs, kommt da neues Material demnächst. Ja. Wie ist es denn? Also ihr trefft euch wöchentlich im Proberaum und macht begeistert miteinander Musik. Arbeitet ihr eher sessionmäßig, also dass praktisch jede Probe ist eigentlich gleich ein neues Album oder wie arbeitet ihr? Also eigentlich ist das, da kommt das Schneckentempo, glaube ich, wieder zurück. Also früher haben wir es eigentlich fast immer so gemacht, wir haben jede Probe nehmen wir immer auf, also komplett. Und dann haben wir ganz viel improvisiert und spielen einfach so ein bisschen rum und dann schauen wir, was ergibt sich dabei. Und dann hören wir das uns zu Hause nochmal an und gucken, ja, also da kann man jetzt einen Song draus machen. Den Part, der passt super dazu und dann ist das wie so ein bisschen so ein Gebastel immer gewesen. Und das ändert sich aber gerade dadurch, dass wir halt nur zu dritt sind, kriegt das eine andere Dynamik. Das heißt, wir fangen jetzt auch an, Songs richtig ein bisschen mehr zu schreiben auch und die sind dann auch schneller fertig. Thank you.
Also Progressive war es nicht, aber es war Post-Rock vom Feinsten. Quid aus Mainz haben uns überzeugt bei der 7. Newcomer TV-Nacht. Und ich hoffe, dass die nächste Band, die ich euch jetzt vorstelle von diesem Abend, euch auch so überraschen wird. Sie wurden einst gehandelt, also sind jetzt seit 5 Jahren zusammen, als die jüngste Coverband von Hessen. Ich weiß nicht, ob das ein Prädikat ist, aber auf jeden Fall klingt es irgendwie spannend. Machen mittlerweile aber eigene Songs auch und sind im Prinzip ja, junge Menschen, Anfang 20, die hochtalentiert sind und die sich eingeschworen haben, zu dritt durch die Welt des Musikbusiness zu gehen. Könnte sein, dass sie irgendwann in 10 Jahren, wenn sie noch zusammen sind oder vielleicht auch schon früher, Bundesliga spielen. Auf jeden Fall haben sie uns gehörig mit ihren wunderbaren Klängen die Köpfe gewaschen. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus von euch für Koma 12. To write the thing that you don't need anybody, but you know that you're pathetic and you feel so lonely, sitting in your room alone, feeling sorry for yourself, and the girl you like will never know the way you felt. Don't try to deny the truth. Drowning in your solitude, don't fail your emptiness. That's the type of story where you think you're the victim, but it's true to no one's earth to like you has written. Cause you like these things nobody gives a damn about. So you're lonely, but you're still me, so I can't shout out. Don't try to deny the truth. Me, your thoughts are the helpless. Drowning in your solitude. Don't fail. Und ich möchte mit einem riesigen universellen Applaus einfach mal die Jungs von Koma 12 begrüßen. Hallo! Und wir haben hier den Marvin, den Colin und den Namik. Was bedeutet das für euch als Band, als ganz junge Band? Also ihr seid für mich so auch, das habt ihr schon so eine Legende geschaffen in der kurzen Zeit, wo ihr zusammenarbeitet. Also so eine Hoffnung auch, wow, die werden irgendwann Bundesliga spielen mit ihrem tollen Sound und sind ist eine begabte Band. Also mit so einem, wie sagt man, mit so einem Image, von so einem Image begleitet zu werden, belastet das oder kriegt ihr das selber gar nicht mit? Oh, ich glaube, wir nehmen das eigentlich relativ gelassen. So,
Ja, also es ist natürlich super davon zu hören, dass man irgendwie schon so einen leichten Status erreicht hat, also dass man irgendwie schon mal gehört wurde, irgendwo medial oder auch wirklich live. Aber ja, ich glaube, wir nehmen das ganz bodenständig. Ihr seid, glaube ich, mit einer aktuellen EP unterwegs, oder? Wie ist das? Habt ihr was rausgebracht, irgendwas Vinyltechnisches? Album, soll ich es nehmen, oder? Ja, Album 2021 haben wir es rausgebracht. Wir haben in der Corona-Zeit, also als das Ganze angefangen hat, haben wir angefangen zu schreiben, eigene Songs. Davor nur Cover, machen wir auch jetzt noch. Wir haben dieses Jahr viele Auftritte immer noch mit Cover gespielt und immer wieder eigene eingestreut. Und mit unserem Album, ja, sind 10 Songs drauf, sind wir letztes Jahr dann sozusagen da in diese Welt eingestiegen.
Vielen Dank. Also wer schreibt eure Texte? Macht ihr das zusammen oder schreibt jemand die Texte alleine? Und worum geht es in diesen Texten? Also es ist, würde ich mal sagen, also wir schreiben die schon zusammen. Es ist dann natürlich so ein bisschen, je nach Situation werden dann die Texte, also ich habe auch schon Texte dann irgendwie mal vorgeschlagen, dann musste irgendwie das nochmal umgeschrieben werden, dann haben wir es zusammen umgeschrieben oder so. Und also da wird dann... Okay. Immer hat er Texte vorgeschlagen. Okay, also die Textideen kommen primär meistens von mir, aber der Gesamtprozess ist so, dass wir das zusammen dann nochmal drüber gehen, dass es melodisch passt und halt rhythmisch vor allem auch natürlich für den Gesang. Und also worum es geht, es ist tatsächlich von Song zu Song abwechselnd. Wir haben so probiert, dass es ein bisschen konzeptmäßig ist, dass da so eine gewisse Geschichte hinter zu erkennen ist. Und es ist halt so, es kommt immer drauf an, jeder Song ist so für was anderes da. Also der eine ist so ein bisschen, Solitude ist einer von unseren Songs, da geht es um die eigene Einsamkeit, wenn man sich, weil es halt eher so was, wie man sich selbst fühlt beispielsweise. Aber wir haben auch andere, wo es dann, keine Ahnung, darum geht, wie man auf die Zukunft blickt oder anderes. Also es ist immer so unterschiedlich, je nachdem, welcher Song es ist, werden unterschiedliche Themen behandelt. Was soll ich sagen, Leute da draußen? Die Jungs haben mich echt überzeugt und vor allen Dingen auch Lust gemacht auf mehr. Sie haben ein aktuelles Album, mit dem sie unterwegs sind, und geht einfach auf ihre Seite, also auf die Seite von Kummer 12, und liked die Jungs
und ladet sie zu anderen Konzerten in der Region ein, die ihr ja vielleicht sogar selber veranstaltet. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, auf der 7. Newcomer TV-Nacht Quid zu erleben, die introvertiertesten Post-Rocker aus Mainz und dann eben Koma 12, diese jungen Wilden, die sozusagen in Nebel gewandelt über die Portstraßenbühne gerauscht sind, sozusagen in unsere Herzen. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht wieder bei den nächsten Newcomer TV-Nächten, die ab März wieder losgehen werden, ab März 2023. Das war der Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob es schon Januar ist oder vielleicht noch Dezember. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir sehen uns 2023 wieder und tschüss. Arrivederci, bleibt uns wohlgesonnen und vor allen Dingen gesund. Bis gleich.